Ich darf das auch überreichen. Jetzt. So, das ist natürlich nicht der Einzige, der heute Geburtstag hat. Wir haben dann nochmal einen Beginn, eine Eröffnung, eine Erstgeburt. Das ist unser B, der hat auch Geburtstag und genau genommen hat der Geburtstag, der uns heute alle ausdenkt. Und das ist der, der hier vollkommen neu beginnt heute. Das ist der imaginäre Beter. Was natürlich interessant ist, vielleicht erinnerst du dich, und wenn ich jetzt Singularform benutze, heißt es schlichtweg und einfach, ich unterhalte mich immer nur mit dem Geist, der mir jetzt zuhört. Das ist sehr ungewohnt. Ich kann auch sagen wir. Das Personalpronomen wir oder ich ist genau genommen rot geschrieben ein Singular. Es gibt bloß einen, der ewig ist, ewig sein kann. Und das bist du. Egal, wer du jetzt zu sein glaubst. Was jetzt entscheidend ist, du kannst dich eventuell zurückerinnern an Fiegenstall. Das war ein ganz, ganz besonderes Datum im jüdischen Kalender. Und heute ist ein ganz besonderes Datum im Maya-Kalender. Nämlich der 26.07. Hier. Könnt ihr euch selber durchlesen. Es gibt keine Zufälle. Das hat nichts zu tun mit der Zeit. Was natürlich sehr spaßig ist jetzt, was unseren Michael, was er heißt, wer ist wie Gott, Kubel, K-U-B-L, Meier, was den anbelangt, der wird nämlich heute 45 und 45 ist Adam. Natürlich ist dieser Michael Kubelmeier, den du dir jetzt ausdenkst, bloß was Ausgedachtes. Die Sachen, die in dir auftauchen, sind alles Facetten von dir selbst. Klingt für die materialistische Logik sehr ungewohnt, aber lasst euch einfach überraschen. Ich mache jetzt als erstes gehen wir auf diese drei Zeichen ein. Wir wollen heute nicht so kompliziert werden. Ich sage immer wieder, wir haben zwei Hälften. Wenn wir was aufspannen, das ist entscheidend. Wenn ein Wellenberg auftaucht, entsteht im selben Moment ein Wellental. Du musst irgendwann einmal verstehen, dass dieses Prinzip Wellenberg, Wellental, was du zeitlich empfindest, niemals nacheinander kommt. Alles, was passieren kann, ist prinzipiell nur hier und jetzt. Das, was ich euch jetzt erzähle, jetzt sage ich euch, immer diese Pronomen lösen in euch Vorstellungen aus. Jedes Wort löst Vorstellungen aus. Diese Vorstellungen sind sehr subjektiv geprägt von dem Denksystem, das du zum Denken benutzt. Ich habe lange hin und her überlegt als Brösel Udo, wiederhole ich wieder das Zeug, was ich schon tausendmal erzählt habe, oder machen wir wirklich was Neues? Und dann scheiden sich die Geister und ich mache das jetzt wie beim Militär. Ich sage, wir lassen keinen zurück. Das heißt, der Aspekt von dir, der es verstanden hat, muss zwangsläufig Rücksicht nehmen auf den, der es noch nicht verstanden hat. Und darum setzt man zuerst einmal, wir machen das in ganz kleinen Etappen. Und was jetzt sehr wichtig ist, was ich euch jetzt erzähle, ist das Wichtigste, was ihr, sprich du, jemals in deinem Leben gehört hat. Es unterscheidet sich von allem, was deine Menschheitsgeschichte kennt, durch zwei elementare Parameter. Das erste, ich predige keine Feindbilder. Nicht ein einziges.
Ich erkläre dir, dass alles, was in dir in Erscheinung tritt, einen unendlich wichtigen Sinn erfüllt, sonst wäre es nicht erschaffen worden. Ob das Krankheiten sind, ob das Kriege sind. Das ist die christliche Aussage, liebe deine Feinde. Das heißt nicht, dass du jeden Arsch um den Hals fallen musst, sondern dass du verstehst, dass jede Facette, jede Wahrnehmungsfacette, die in dir auftaucht, ein winziges Puzzlestück vom Heiligen Ganzen ist. Und wenn du irgendetwas nicht willst oder bekämpfst oder verändern willst, zerstörst du die Heiligkeit. Ganz einfaches Beispiel dazu. Wir denken uns eine Glaskugel, die lassen wir auf den Boden fallen, die bricht auseinander in 1000 Teile. Wenn man diese Vielheit, das ist die Welt, die du dir ausdenkst, mit Religionen, mit Sternen, mit all dem ganzen Zeug, wenn wir das wieder zu einer heiligen Einheit zusammensetzen, es wird nur funktionieren, wenn du alle Teile hast und kein Teil verändert wird. Ganz einfach. Es gibt keine einzige Religion oder Glaubensgemeinschaft, die dieses Parameter für sich in Anspruch nimmt. Es werden in allen Religionen Feindbilder bekämpft. Alle wollen die Welt, sprich die göttliche Schöpfung, verbessern. Und diese kleingeistigen Idioten, die wir uns jetzt ausdenken, meinen, es würde passieren, indem er irgendwas vernichtet. Jetzt bin ich sehr direkt geworden. Die kleingeistigen Idioten, die wir uns jetzt ausdenken. Ich werde versuchen, aus deinem Ich das urteilt und richtet ein Wir zu machen. Wir verfügen über das Bewusstsein, dass alles, was wir uns jetzt ausdenken, nur deshalb ist, weil wir es denken. Es wird genauso sein, wie wir das denken, und wenn wir es nicht mehr denken, ist es wieder weg. Lass das einmal auf dich wirken. Also lass uns jetzt einmal ein grünes Marsmännchen ausdenken, mit 30 cm lange Fühler auf dem Kopf, und auf dem rechten Fühler ist eine Himbeere und auf dem linken Fühler ist eine Erdbeere. Kann dieses Marsmännchen sich auch suchen, dass wir das jetzt denken? Nein. Kann es sich aussuchen, dass es blau ist, wenn wir uns das grün denken? Nein. Ich werde sehr oft sagen, eure strutzdummen Professoren, Religionsheinis, Esoterikspinner, egal was ihr euch ausdenkt, es wird immer nur dann sein, wenn ihr es denkt, und es wird genauso sein, wie ihr euch das denkt. Und was noch viel schlimmer ist, in dem Moment, wo du an dich selbst denkst, wird das Ding, das du jetzt denkst, das du Ich nennst, genauso sein, wie du dir das denkst. Das ist ein Faktum. Ich rede hier nur, das ist jetzt der zweite Punkt. Alles, was ich hier anspreche, sind absolute Fakten. Das Wort Fakten wird so viel benutzt, ich habe es tausende Male erklärt in einer hier und jetzt ausgedachten Vergangenheit. Ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache, ein hier und jetzt überprüfbares Ereignis. Das ist jetzt, dass alles, was ich euch jetzt erzähle, die wesentlichen Behauptungen, die ich aufstelle, kann jedes Kind, jedes 13-jährige Kind hier und jetzt sofort auf der Stelle de facto überprüfen. Es ist sehr seltsam, das 13-jährige Kind erwähne ich deshalb, dass ich damit ausdrücken will, du brauchst nichts studiert haben, es reicht, irgendein normal erzogenes Volksschulkind, das du nimmst, das so 13 Jahre alt ist, es reicht dieser Intellekt aus, um meinen Gedankengängen zu folgen. Ich löse jetzt mit den Worten Gedankengänge in dir aus. Dann ein dritter Punkt, dein normales Denken. Du bist so programmiert, dass alle wesentlichen Fragen immer in dir Fragen aufwerfen und die Suche nach einseitigen Antworten. Das heißt, was dich in Rage versetzt, ist dieses blöde Spiel zwischen gut und böse, zwischen richtig und verkehrt, zwischen schön und hässlich. Das gibt es bei Holofeeling nicht. Ich erkläre dir, was die Synthese der Widersprüche ist. Und die allerschlimmsten aller Schizophrenien der normalen Menschen, die sich Homo sapiens nennen, besteht nach der Frage, was war vorher? Ich werde dir de facto beweisen, dass es kein Vorher gibt. Es reden zwar all diese Esoterik-Spinner von einem ewigen Hier und Jetzt. Wir haben das in Fiegenstall, habe ich tausende von Beispielen gebracht. Ich appelliere jetzt an das, was du ein Leben lang mein gesunder Menschenverstand genannt hast. In Ich bin du, in dem ersten Buch der Ohrenbohrungen Jahwes, ist ein schöner Satz. Da heißt es, Leben beginnt,
In dem Moment, wo du begreifst, dass das einzige Pathologische an dir selbst, Pathologie ist das Krankhafte, das einzig wirklich Pathologische an dir selbst ist das, was du ein Leben lang mein gesunder Menschenverstand genannt hast. Deine Logik, ich weiß doch. Und dem werden wir jetzt auf den Zahn fühlen und ich sage euch gleich, wir werden wieder lachen, wir werden wieder heulen. Es wird sehr, sehr, sehr weh tun, weil wir jetzt an die Substanz gehen. Ich führe euch jetzt gnadenlos eure eigene Erbärmlichkeit vor. Eine Erbärmlichkeit, die ihr das ganze Leben gelebt habt. Und jetzt wieder dran denken, nicht zu niemandem, den wir uns ausdenken, der kann sich raussuchen, dass er so ist, wie er ist, wie wir uns jetzt denken. Ich nehme alle Schuld auf mich. Wer ist schuld? Ja, der, der es gemacht hat. Also, ihr seid alle freigesprochen, bis auf einen. Der Peter. Es ist, ob die Syrien-Krise ist, diese vielen Anschläge zurzeit. Ich mache aber einen Zeitsprung. Ich denke mir jetzt Leute aus, wo ein Großteil alte Holofeeling-Anhänger sind, die schon in Almena waren. Wir blättern jetzt einmal schlagartig 15 Jahre zurück. Da wird Almena besucht, da steht da oben vorne ein kleiner Brösel, der Udo Betscher. Man hat gehört, er hat gesagt, das ist der Menschensohn. Und da habe ich euch so viele Sachen erzählt und da war damals. Und jetzt mache ich schon hier. Das, was ich jetzt sage, sind Worte und diese Worte werden in dir Vorstellungen auslösen. Damals ist ein Gedanke, den du jetzt denkst. Erwähne ich die Geschichte, habt ihr schon heute Morgen in der Zeitung gelesen? In Hamburg wurde ein Kind von einem Kampfhund angefallen. War damals topaktuell in den Nachrichten. Interessant, einen Tag später wurde ein Kind von einem Kampfhund in München angefallen. 3 Tage später, glaube ich, ein Kind von einem Kampfhund in Berlin angefallen. Ich sage zu euch, ist euch irgendwann schon mal aufgefallen, dass in der Zeitung standen ist, dass ein Kind von einem Kampfhund angefallen wird? Ja, was ist denn da draußen zurzeit los? Jeden Tag wird plötzlich in irgendeiner Großstadt ein Kind von einem Kampfhund angefallen. Jahre später stürzt in Bad Tölz, glaube ich, war es, eine Turnhalle ein, welche der Schnee lässt. 3 Tage später irgendwo im Bayerischen Wald, puff, 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 plötzlich stürzen überall Häuser ein, weil zu viel Schnee auf den Dächern liegt. Dann geht es plötzlich los. Einer zerhackt in Würzburg eine im Zug, dann knallt eine in München ab, dann wieder in Ansbach, gleich um die Ecke, Terrorgefahr. Das ist ein Resonanzprinzip, ihr habt keine Ahnung, wie ihr funktioniert. Euer einziges und erstes wesentliches Problem, ihr brecht alle meine 10 Gebote. Diese religiösen Scheißdinger nimmt ja eh keiner für voll, wenn du ein Realist bist. Ihr seid keine Realisten, ihr seid kleingeistig nachäffende Affen bis jetzt gewesen. Das seid ihr natürlich nicht, weil das ja schon wieder ist, was wir uns ausdenken. Und alles, was wir uns ausdenken, muss genauso sein, wie wir es uns ausdenken. Was ich jetzt mache, ich setze jetzt am Anfang eine Behauptung. Jetzt müsst ihr genau zuhören, folgt meine Gedankengänge. Wir denken uns jetzt einen Menschen aus und alles, was der Mensch Akustik von sich gibt, das heißt alles, was er behauptet, kannst du, der Geist, der ihm zuhört, hier und jetzt sofort auf der Stelle überprüfen. Das heißt, alle wesentlichen Aussagen sind hier und jetzt sofort überprüfbar. Ich sage die wesentlichen Aussagen, deshalb, weil ich Aussagen tätige werde, wir nennen mal den Menschen Udo, weil ich Aussagen tätige werde, die du auch nur jetzt überprüfen kannst, aber wo du zum Beispiel ein Buch brauchst dazu. Wenn ich sage, in dem Buch steht das und das drin oder auf der Internetseite steht das und das, dann musst du zuerst dieses Buch in irgendeiner Art und Weise in dir in Erscheinung treten lassen und wenn du dann das Buch in dir in Erscheinung treten lässt, wirst du feststellen, dass auf der Seite genau das steht, was ich vorher behauptet habe. Darum bin ich jetzt so genau, dass ich sage, die wesentlichen, wichtigen Aussagen könnt ihr sofort überprüfen und viele Aussagen könnt ihr auch überprüfen, auch jetzt, aber indem ihr zuerst einmal das dann euch irgendwie erschafft oder ins Gesichtsfeld bringt. Den nennen wir den ersten.
Doch, der Beter ist schuld. Das ist der Beter. Der zweite, und die zwei ist die kleinste Form von Vielheit. Vielheit beginnt mit zwei. Das heißt, der zweite steht symbolisch für alle normalen Menschen, die in dir auftauchen. Der zweite behauptet zu 99,99% Sachen, die du noch niemals in deinem Leben gesehen hast. Und was jetzt noch interessant ist, all das, was der behauptet, könntest du nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest, prinzipbedingt. Da gehe ich auch genauer drauf ein. Jetzt die einfache Frage, wir haben zwei, die unterschiedliche Behauptungen aufstellen. Wem würdest du dein Vertrauen, wem würdest du deinen Glauben schenken? Und was ich euch die nächsten hier und jetzt ausgedachten zwei Tage schonungslos vor Augen führen würde, dass du dein ganzes Leben lang nur dem Zweiten, den anderen vertraut hast, immer wieder die anderen gefragt hast, was du glauben sollst, und taucht dieses große Wunder, der Erste in dir auf. Sagst du als normaler Mensch, der spinnt doch. Lass das auf dich wirken. Und das werde ich euch immer wieder wiederholen und jetzt vor Augen führen, dass alles, was dir bisher vollkommen logisch erschienen ist, was für dich hundertprozentig sicher bewiesen war, Aussagen von dem Zweiten sind, Behauptungen, die noch nie, also du auf keinen Fall, selbst mit eigenen Augen gesehen oder erlebt hast und die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest, und trotzdem glaubst du das, und einer, der dich darauf hinweist, ich mache mein Standardbeispiel. Wie definierst du 100% sicher? Ich sage euch jetzt, was hundertprozentig sicher ist. Zuerst einmal legen wir fest, was du selbst bist. Der Hauptsatz in Holofeeling ist, ich, UB, erkläre dir, was du bist und wie du funktionierst. Ich sage dir nicht, was du glauben sollst. Ich sage dir nicht, was richtig und verkehrt ist. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Es ist wie eine Welle. Ohne Wellental gibt es keinen Wellenberg. Wir können uns jetzt hinstellen und können das so machen. Das Problem ist die Zeit. Es kommt zuerst der Berg und dann das Tal. Wenn du nur minimale Ansätze von Wahrnehmungsfähigkeit hast, denk dir eine Badewanne mit einem Wasserspiegel, den nennen wir Nulllinie, und alles Wasser, das über die Nulllinie herausgehoben wird, erzeugt im selben Augenblick eine Senke, wo kein Wasser mehr ist. Es kommt nicht erst der Berg und dann das Tal, es ist rein arithmetisch nicht möglich. Sämtliche Barbärchen, Unterschiede, die ihr euch denken könnt, Gesundheit, Krankheit, Krieg, Frieden, Hell, Dunkel, Gut und Böse, Unendlichkeit und Einheit, gehört untrennbar zusammen. Das ist übrigens überhaupt nichts Neues, das steht in tausende von Büchern, die ihr euch jetzt ausdenken könnt. Das Problem ist, dass ihr feststellt wird, dass diese Idiotenmenschen, die ihr euch bisher ausgedacht habt, Idioter heißt übrigens einfacher Mensch, dass die das nicht verstanden haben, egal wer. Eure Professoren, geistlos nachäffende Schwätzer. Die sind ja so gescheit. Die Naturwissenschaft, die sich anmaßt, über Religionen zu richten, die Esoteriker, die sich anmaßt, über Naturwissenschaften zu richten. Egal, wen ihr mir bringt, wenn der den Mund aufmacht. Ich sag dir genau, wo er es her hat, welches Buch er gelesen hat, welchen Guru er nachquatscht. Das, was ich jetzt bei euch durchführe, ist eine absolute Gehirnwäsche. Negativ, buh, der ist ja gehirngewaschen. Jetzt haben wir schon das Schöne. Aussage, materialistische Logik, die in euch wirkt, in jedem Einzelnen von euch, steht eine geistreiche göttliche Logik gegenüber. Jede Vorstellung von richtig erzeugt ein Gegenteil. Mein das ein Beispiel. Jeder von euch tausendmal gehört. Das erste, was ich euch sage, richtig und verkehrt sind zwei Seiten von der Tasse. Das geht noch weiter, Henkel rechts, Henkel links, in der Mitte der Henkel kein Henkel. Es gibt immer eine höhere Synthese, das nennen wir Tasse. Da gehen wir genauer drauf ein, aber ich mache zuerst einmal den Vorgang noch. Dass wenn das überwunden ist, denkt an den Anfang, ich habe ganz klipp und klar gesagt,
Bei Holofeeling stellt sich die Frage nicht mehr, was ist richtig und was verkehrt, sondern es ist, was ist jetzt da? Und wenn du dich selbst beobachtest, jetzt sind wir wieder, wer bist du? Kannst du dich überhaupt selbst beobachten? Es ist vollkommen unmöglich, dass du dich selbst beobachtest. Du kannst den beobachten, der du zu sein glaubst. Du kannst nur den beobachten, mit dem du dich ein Leben lang verwechselt hast. An was denkst du, Geist? Ich unterhalte mich jetzt mit einem Geist. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? In dem Moment, wo du an dich selbst denkst, taucht in dir eine Vorstellung, ein Bild auf, wo du sagst, das bin ich. Sobald du an was anderes denkst, denk jetzt mal an den Udo. Sagst du, das bin ich nicht? Nein, du bist der, der sich das alles ausdenkt. Alles. Das führt uns gleich wieder, wer hat Schuld? Wer hat Schuld an der Syrien-Krise? An den Ausländern? Ja, du. Du bist nämlich ich. Und wir haben jetzt hier das große Problem, dass während ich spreche, wir mit vier verschiedenen Ich zu tun haben, die du dir ganz klar bewusst machen kannst. Die Schwierigkeit liegt in deinem derzeitigen Denksystem. Jetzt pass auf, genau, folgt bitte genau meinen Gedankengängen. Wir denken uns jetzt zwei Menschen aus. Stellen wir uns geistig vor uns hin. Und wir denken uns, der eine hat irgendwelche Gedanken im Kopf. Da muss ich gleich der Genauigkeit halber sagen, egal welchen Menschen du dir ausdenkst, der ist immer nur dann, wenn du ihn denkst und er wird genauso sein, wie du ihn dir denkst. Du bist sogar daran schuld an dem, was er sich denkt und was er weiß. Wenn jetzt hier ein super gescheiter Physikprofessor mit Nobelpreis auftaucht, unser Professor Lesch hat zwar keinen Nobelpreis, und alles, was dir erzählt, glaubst du, weil der ist ja so gescheit. Ich sage jetzt Stephen Hawking. Stephen Hawking ist nur ein Geräusch, löst in dir sofort eine Vorstellung aus. In Maßlegung nach deinem Programm, jetzt denk an dich selber, löst sofort in dir eine Vorstellung aus. Wer ist es, der sich das ausdenkt und anschaut? Verändert sich der dabei? Du bist immer im Meer. El Hayom, Gott das Meer. Ich UB, UB 86. Das ist Ich bin du. Also gut, wir denken uns jetzt einen, jetzt genau zuhören. Der hat irgendwelche Vorstellungen in seinem Kopf. Und er versucht dem anderen, den wir uns ausdenken, seine Vorstellung, die er in seinem Kopf hat, mitzuteilen. Das geht nur über die Sprache. Das heißt, er wird Geräusche ausstoßen. Wir nennen das Worte. Es spielt jetzt keine Rolle, ob ich jetzt diese Geräusche akustisch oder optisch darstelle, ob ich jetzt sage, das Wort Gottes ist Gott selbst. Oder ihr seht es nur. Er stößt Geräusche aus, die Geräusche kommen beim anderen an. Ein Dialog, ein hundertprozentiger Dialog erfordert jetzt, dass der, der zuhört, mit seinem Interpretationssystem von Worten in seinen Kopf exakt dieselben Vorstellungen erzeugt. Das ist das erste große Problem von jeder Diskussion. Wenn ihr euch einmal wirklich eigene, wir machen uns jetzt einmal eigene Gedanken drüber und ihr werdet feststellen, dass hier Kleinigkeiten sofort Missverständnisse auslösen ohne Ende, was noch niemals einem Menschen in deiner Welt aufgefallen ist. Warum? Weil alle Menschen, die du dir ausdenkst, nur dann da sind, wenn du sie denkst und die sind genauso, wie du sie dir denkst. Das heißt, dir ist es noch nie aufgefallen. Erst wenn du was verstanden hast, kannst du dir welche ausdenken, wo du sagst, die haben das verstanden. Wenn du jetzt sagst, da ist einer, der ist ja so gescheit, dann ist der gescheit, selbst wenn er das größte Arschloch auf der Welt ist. Natürlich auch umgekehrt, wenn du einen anbetest und du sagst, oh, der ist heilig, dann ist der heilig, zumindest für den, der sich's ausdenkt. Und wehe, es taucht jetzt einer auf, der wo was anderes behauptet. Machen wir mal Kleinigkeit, ich benutze jetzt das Wort Realität, du stellst jetzt eine Realität vor, an was denkst du bei dem Wort Realität? Ich weiß, an was du denkst. Ein einzelnes Bild funktioniert nicht. Es sieht folgendermaßen aus, alles, was ihr erlebt, ist von mir. Der große Architekt der Matrix. Dieser Architekt bin ich. Ob ihr das glaubt oder nicht, ist mir relativ schnurzegal. Das Problem ist, ich ist nicht der Brösel Udo, den du dir jetzt ausdenkst. Ich ist nicht dieses Pixelmännchen. Das ist einfach nur flackernde Lämmchen. Das heißt, die Hand, die du jetzt siehst, ist keine Hand. Schau mal genau hin. Ist das eine Hand?
Es hängt jetzt davon ab, wer du zu sein glaubst. Jetzt genau zuhören. Es hängt davon ab, wer du zu sein glaubst. Übrigens Sachen hier und jetzt gedacht, schon vor 15 Jahren in Almen erzählt. Nur in einem anderen Kontext. Pass auf, wir machen jetzt ganz einfach. In dem Moment, wo du glaubst, du bist der Michael Kuppelmeier, dann sitzt du jetzt vor deinem Computer und hörst dir die Aufnahme vom Blindfeld an. Kannst du sofort überprüfen. Du sitzt jetzt, schau dich in deiner Bude um, du sitzt vor dem Computer und hörst dir die Aufnahme von Blindfeld an. Jetzt kann einer in dir sagen, Fedo, Einspruch, so ein Blödsinn, ich bin doch jetzt im Blindfeld. Wenn du glaubst, du bist der Michael Kuppelmeier, der bleibt sich ja gleich. Das Problem ist, wir haben einen Unterschied von Zeit. Und du bist jetzt im Blindfeld, dann hörst du jetzt den Udo den Vortrag halten. Dieser Udo, der Brösel Udo, steht in deinem Gesichtsfeld real vor dir. Und im Hintergrund, jetzt ausgedacht, wird diese Aufnahme getätigt. Das heißt, alles, was jetzt passiert, wird jetzt aufgenommen, Wort für Wort, Bild für Bild. Der eine Michael behauptet, nee, das war in der Vergangenheit. Du kannst dir hundertprozentig sicher sein und beschwören, dass jetzt diese Aufnahme gemacht wird. Und du kannst im selben Moment dir hundertprozentig sicher sein, dass die Aufnahme jetzt abgespielt wird. Jedes Bild, das du jetzt siehst, jedes Geräusch, jedes Wort, das in dir auftaucht, ist auf einer tieferen Ebene gleichzeitig da. Was die Schwierigkeit ist, ist die Verwechslung mit Gedanken von dir. Es gibt bloß jetzt. Und du hast die Fähigkeit, das, was jetzt in dir in Erscheinung tritt, um dich herum, räumlich wie zeitlich zu verstreuen. Interessant ist, dass schon in dem Beispiel, wenn du Geist bist, was du jetzt sagst einmal, wenn du glaubst, du bist der Michael, dann sagst du, ich bin jetzt der Michael, der im Blindfeld sitzt. Jetzt denke ich mir einen Michael aus, der jetzt in Weißenburg sitzt. Übrigens genau unter dem Giebel, unter dem Dach, ganz oben, genau unter dem Giebel sitzt er. Der sitzt im Blindfeld. Ich denke mir den Michael aus, der jetzt im Blindfeld ist und der im Blindfeld ist, in Weißenburg ist. Die sind beide hier. Dieses ausgedachte Blindfeld, das ich vor mich hinstelle, das ich mir ausdenke, ist hier. Das Weißenburg, das ich mir jetzt ausdenke, das ich vor mich hinstelle, ist hier. Stimmt oder stimmt? Ach, ihr Dummköpfe, habt ihr denn überhaupt nichts verstanden? Wie kann in dem Pixelmännchen was drin sein? Ist da in dem Kopf, in dem flachen Pixelmännchen was drin? Es ist in dir. In dem Geist, der sich jetzt diese Aufnahme anhört. Du bist der Einzige, der übrig ist. Wenn du an die Deppen hier, die du dir jetzt ausdenkst, hier in der flachen Welt, wenn du die nicht mehr denkst, sind sie weg. Aber wer bist du jetzt? Du denkst dich in deinen eigenen Traum hinein, mit einer vollkommenen Form von Realität. Das ist doch so unheimlich echt. Ist es echt? Was ist echt? Real? Wie definierst du real? Ich würde dir sagen, deine momentane Logik, dein Programm, dein Glaube, den du nur vom Hörensagen kennst, der macht dich glaubend, dass du ein Gedanke von dir selber bist und das Wort Realität, wenn du mal in dich reinschaust, du darfst mir gern widersprechen, wenn du in dir reinschaust und schaust dir mal, was entsteht aufgrund deines Egos, wenn du an das Wort real denkst, was du feststellen, die Dinge, die ich jetzt denke, die real sind, die sind da außen, auch wenn ich nicht dran denke. Die sind materiell, Materie, auch wenn ich nicht dran denke. Das heißt, wenn ich jetzt an die Welt denke, Welt ist nur ein Wort, Welt. Ein paar Buchstaben. Was löst das Wort Welt in dir für eine Vorstellung aus? Eine Erdkugel, die sich um die Sonne herumdreht? Ein Sonnensystem von Milliarden, eins von Milliarden Sonnensystemen? Ganz nebenbei, du hörst schon wieder auf das Geschwätz des Zweiten. Das sind das, was die Zweiten, die Filme erzählen. Und das ist alles hundertprozentig sicher bewiesen. Geistlose Kreaturen. Real, ich definiere jetzt real neu. Ich sage dir jetzt, was Realität ist. Realität ist das, was du hier und jetzt sinnlich wahrnimmst. Du hast die Fähigkeit, zwei verschiedene Arten von Vorstellungen in deinem Bewusstsein wachzurufen.
Das eine ist, du kannst was, ich nenne das feinstofflich, ich meine das nicht esoterik, wir können das ganz einfach nennen, ich nenne es einfach ein Gedanke, du kannst dir was denken, okay? Du kannst dir was denken, in dem Moment, wo du dir jetzt was denkst, das grüne Mastmännchen holen wir wieder aus uns hervor, mit den Fühlern drauf, da ist dir vollkommen bewusst, wenn du mal in dein Glaubenssystem reinschaust, dass du hundertprozentig sicher weißt, dass dieses grüne Mastmännchen jetzt nur ist, weil du dir das so denkst. Mein berühmtes Schneewittchen, Fickenstall-Vortrag. An was denkst du bei dem Wort Schneewittchen? Und du wirst feststellen, du funktionierst wie ein Computer. Du bist ein Programm als blaues Ich. Wann was denkst du bei einem Schneewittchen? Und jetzt schau einfach in dich rein und dann sagt Oder, also wenn ich an Schneewittchen denke, dann denke ich an nur so eine kleine Blonde, die Haare hat wie die Marilyn Monroe, einen Minirock an und ein Zungenpiercing. Das ist doch nicht Schneewittchen. Mein Schneewittchen. Mein Michael sagt zu mir, du hast die beste Frau der Welt. Nur so, wenn man es doch selber machen kann. So funktioniert es. Du kannst es auch, du Geist, der du mir jetzt zuhörst. Du brauchst bloß ein neues Programm. Du bist der Einzige, der die Welt verändern kann. Und die wird sich nicht verändern, wenn du was verändern willst. Die verborgene Harmonie der Dinge. Alles, was sich widerspricht, gehört untrennbar zusammen. Realität ist all das, was du hier und jetzt sinnlich wahrnimmst. Alles, was du nicht sinnlich wahrnimmst, ist genauso eine Information. Es ist also kein Unterschied, ob du jetzt hier dir deine Wohnung denkst oder ob du in deiner Wohnung stehst. Wer schreit Fedo? Wieso höre ich jetzt kein lautes Fedo? Einspruch, du kannst nicht in deiner Wohnung stehen, deine Wohnung ist in dir, wenn du sie denkst. Merk dir, es ist unheimlich ungewohnt, es ist ein vollkommen neues Denken. Holofeeling ist ein vollkommen neues, ein anderes Weltbild, eine höherwertige Logik. Es sind viele, viele Kleinigkeiten, es ist doch bewiesen. Ich sage euch jetzt erst einmal, was hundertprozentig sicher ist. Es ist hundertprozentig sicher, dass wenn du an was nicht denkst, dass es dann nicht ist. Das ist das Einzige, was hundertprozentig sicher ist. Und du wirst jetzt wieder feststellen, dass der Zweite dir permanent von Sachen erzählt, wo das in dir drin ist, dass das hundertprozentig sicher ist. Natürlich kann der Zweite nichts dafür, dass er dir das erzählt, weil der Zweite, den wir uns jetzt ausdenken, der ist ja immer nur dann, wenn wir denken, und er ist genauso, wie wir uns denken. Du wirst irgendwann einmal feststellen, dass auch an dir der Krug nicht vorbeigeht. Dass du hier und jetzt das erste Mal schonungslos damit konfrontiert wirst, dass du der Einzige bist, der überleben wird. Du Geist, der du mir jetzt zuhörst, du bist der Einzige, der überlebt und alle Menschen, die du liebgewonnen hast, alles, was du liebgewonnen hast, wirst du verlieren. Weißt du, wieso ich das so hundertprozentig sicher weiß? Weil ich du bin. Ich bin das, was du sein wirst, wenn du aufgehört hast, der zu sein zu glauben, der du zurzeit zu sein glaubst. Du verwechselst dich mit einem Gedanken von dir selbst. Und immer dran denken, du hörst jetzt den Ersten zu. Das, was ich jetzt behaupte, so unglaublich das ist, es zieht dir den Boden unter den Füßen weg. Es zerstört alles, was du jemals geglaubt hast. Das ist ein Faktum, das du dir jetzt, wenn du Geist bist, sofort bewusst machen kannst. So, ich möchte, dass du jetzt an deine rechte Hand denkst. Wo war die jetzt die ganze Zeit? Jetzt nimm mal im Gedanken die rechte Hand, führe sie zu deinem linken Ohr. Mach es, zieh an deinem linken Ohrläppchen. Wo war das die ganze Zeit, während du mir zugehört hast? Ist doch hundertprozentig sicher, dass das da war, während du nicht dran gedacht hast, oder? Du hörst schon wieder auf das Geschwätz von dem Zweiten. Wahrlich, ich sage euch, ihr Menschen, die ihr auszuleben glaubt, ihr seht laufend Sachen, die ihr überhaupt nicht seht. Ihr seht Kugeln, die um Kugeln rumkreisen. Ist übrigens die Einstein, der ist doch so gescheit. Lest die Einstein-Biografie, die wir uns jetzt ausdenken und den Einstein, den wir uns jetzt ausdenken, der nicht ist und der niemals in der Vergangenheit war.
Und dann plappert man wieder nach, Einstein hat gesagt, ich wehre mich dagegen zu glauben, dass der Mond nicht da oben am Himmel ist, wenn ich ihn nicht anschaue. Das sind eure Vorbilder. Ihr habt wunderschöne Vorbilder. Schwätzer, geistlose Schwätzer. Und darüber diskutiere ich nicht mit Trockennasenaffen. Ihr werdet jetzt Wort für Wort von mir in eine Wirklichkeit eingeführt, wo ihr immer mehr merkt, welche wahnsinnigen Kreaturen ihr euch ausdenkt. Und ihr könnt es euch natürlich nicht raussuchen, weil jetzt brauchen wir dann diese Stufen der verschiedenen Ichs. Und wie gesagt, viele haben Holofilien gelesen, reingelesen. Es ist ganz einfach, an was denke ich, wenn ich an ich denke? An mich. An was denke ich dann? Als normaler Mensch auf der untersten Stufe denkst du, jetzt hast du mal schlauchig an den Körper, der du zu sein glaubst. Ich bin dieser Körper. Ich sage immer wieder, das, was du besitzt, bist du nicht. Es dürfte doch logisch sein, dass ein Besitzer was anderes ist, als das, was er besitzt. Müssen wir darüber diskutieren, Frenki? Ich sage, ich habe ein Haus, ich habe ein Auto, einen Automatismus, mein Haus, meine Frau, mein Körper. Das sind Sachen, die du dir ausdenkst, die immer nur existieren, wenn du sie denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Der, der sich das ausdenkt, ist was anderes, wie das, was er sich ausdenkt. Was ist jetzt Udo, den du dir ausdenkst? Der ist jetzt zuerst einmal hundertprozentig sicher eine Information in deinem Kopf. Der ist nur, weil du ihn dir ausdenkst. In Gesprächen sage ich immer wieder, es hat einen Grund, wieso ich jetzt in dir auftauche als Brüssel-Udo. Weil du ein Auserwählter bist. Nicht der, der du zu sein glaubst. Ein Haufen von Haut, Kacke, Blut, Wasser, absolut vergänglich. Sondern der, der mir jetzt zuhört. Mir hört jetzt keine Ohren zu. Die von dir ausgedachten Ohren existieren zuerst einmal nur dann, wenn du an deine Ohren denkst. Und das ist Materie, die können so viel hören wie ein Mikrofon, das du dir ausdenkst, hören kann. Mir hört auch kein Gehirn zu. Das ist auch was Ausgedachtes. Aber erinnere dich, was dir der Zweite erzählt. Du existierst, Betonung liegt auf dir, nur deshalb, weil du einen Körper hast mit deinem Gehirn. Wenn dein Gehirn und dein Körper und dein Gehirn zerstört wird, dann gibt es dich nicht mehr. Dann sagt der Erste plötzlich, du geistloser Narr. Diese Aussage ist so leicht zu widerlegen, ich bin doch auch dann da, wenn ich nicht an meinen Körper denke. Ich bin doch auch dann da, wenn ich nicht an den Körper denke. Stimmt oder stimmt? Hat irgendeiner einen Einwand? Das sind die Fakten. Immer dran denken, ich erkläre dir nicht, was du glauben sollst. Wir reden hier von wirklichen Fakten. Ein Faktum ist ein hier und jetzt überprüfbare Tatsache, ein hier und jetzt überprüfbares Ereignis. Wir gehen wieder zurück. Der eine will eine Vorstellung den anderen vermitteln. Das war jetzt nur das Thema real und hundertprozentig sicher. Dass natürlich hier noch eine Metakommunikation stattfindet, in Form von Physiognomie, von Rhetorik. Du wirst oft den Eindruck haben, dass der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, der nur ist, weil du ihn denkst, ist eine Figur in deinem Traum, dass der für was ist oder gegen was ist. Du kannst jetzt in deinen geistigen Archiven einen Bayreuth-Vortrag herausholen bei der Firma Jakob 2001, hör dir die ersten 5 Minuten an, das ist dasselbe drauf, was ich dir jetzt sage. Wenn du meinst, dass ich für was bin oder gegen was bin, ich habe überhaupt keinen Einfluss nicht drauf. Kann ein Gedanke, den ich mir ausdenke, sich raussuchen, wie ich ihn denke oder wie er mir erscheint, der wird dir so erscheinen, wie du das definierst. Ist doch so, was denken dann die Leute von mir? Ich sage zuerst einmal, die Leute, die du jetzt denkst, sind nur dann, ne Bezi, wenn du sie denkst. Und die werden das denken, was du denkst, dass die denken. Weil ein Gedanke von dir kann nicht selber denken. Das heißt, wenn ein Einstein in dir auftaucht oder ein Professor Lesch, das ist eine Figur in deinem Traum. Alles, was in deinem Traum in Erscheinung tritt, ist ein Dasein-Müssen. Ein Pinsel malt ein Bild. Erzähle ich jetzt nicht nochmal. Ein Pinsel, ein Kugelschreiber schreibt ein Gedicht. Schreibt er jetzt das Gedicht oder schreibt er es nicht? Jein. Beides. Zwei unterschiedliche Perspektiven. Wenn ich Schreiben definiere, er bringt Farbe aufs Papier, schreibt er das Gedicht.
Wenn ich schreiben definiere, er bestimmt, was er schreibt, schreibt er es nicht. Gleichzeitig. Ganz simple, einfache Kindergartenlogik, wo jeder 13-Jährige, wenn er den Gedankengang mitgeht, nachvollziehen kann. Das ist umwälzend, was ich dir jetzt erkläre. Ich öffne dir dein geistiges Bewusstsein für Dinge, die schon seit Ewigkeiten so sind. Es ist dir bloß noch nie aufgefallen, weil du immer auf den zweiten hörst. Du hast dich komplett selbst entmündigt. Du ist jetzt schon wieder was Ausgedachtes. Das heißt, wenn ich jetzt so sage, der Udo, den du dir ausdenkst, der ist nur, weil du in dir denkst. Aber jetzt denken wir uns ja jemanden, der sich den Udo ausdenkt, der ist natürlich auch nur. Der bist du auch nicht. Du bist nicht der, der sich jetzt den Udo ausdenkt, sondern du bist der Geist, der sich jetzt jemanden ausdenkt, den er bisher ich genannt hat, der sich den Udo ausdenkt. Stimmt oder stimmt? Blödsinn! Der bist du auch nicht. Du bist ein, der sich jetzt einen Geist ausdenkt. Ein ausgedachter Geist ist auch was Ausgedachtes. Selbst Gott, den Gott, den ich mir jetzt ausdenke, der ist, weil ich ihn denke. So viel zum Thema, wenn eine sagen, Gott existiert nicht. So ist stimmt, du hast vollkommen recht, wenn du nicht an ihn denkst. Existere heißt heraustreten aus. Ich sage immer, das hebräische Wort Gott selber heißt El Hayom, wörtlich Gott das Meer. Das ist immer, das spielt deutsch-hebräisch. Was ich jetzt sehr kindergartengerecht euch vor Augen lege, vor das geistige Auge lege, zeigt den Kern der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit, was ist die Wirklichkeit? Wirklicht, das wirkende Licht. Wenn man hier jetzt, haben wir schon gehabt, in deinem normalen Schlafbewusstsein, wenn du in einem Kino sitzt, wir machen das jetzt einmal ein wenig schöner, wir sind in einem großen Kino, vielleicht in einem IMAX, IMAX, IM, JOM, IM, Juden sprechen das JOM aus, die ich mir jetzt ausdenke. Haben die eine Chance, dass die das anders aussprechen? Die Juden, die ich mir jetzt ausdenke? Es schreibt sich IM, das heißt mehr auf Hebräisch, nur die zwei Buchstaben. Und AX, das X ist immer ein Chat. Heißt, das Meer ist dein Bruder. Das IMAX-Kino, real, 3D, jetzt kommt immer mehr in eurem Bewusstsein, wenn man im Fokus hat, die Reife hat sind diese 3D-Binde, ich mag es immer so. Das heißt, du setzt eine Brille auf und dann ist alles, was du vor dir siehst, ist hier für ein Außenstehen, hier Schluss, es ist nur in deinem Kopf. Es sind zwei unterschiedliche flache Bilder, erzeugen die Illusion einer Dreidimensionalität. Das ist der wirkliche Kern deinen geistig-physiologischen Aufbaus. Nochmal, Holofeeling ist ein vollkommen neues Weltbild. Du hast so viele Figuren, die du abrufen kannst, sind die über YouTube oder selbst ausgedacht über das Internet, die irgendwas von einer Matrix erzählen. Die haben keine Ahnung, von was sie reden. Wisst ihr wieso? Weil ein Gedanke von dir sowieso keine Ahnung haben kann. Dein Gehirn kann nicht denken. Du bist der Einzige, der es verstehen kann. Du bist der Einzige, der auch diese Welt, diesen Traum überlebt. Ich sage immer wieder, ich kann nur den wach machen, der mir jetzt zuhört. Und die Menschen, die in den Traum in Erscheinung treten, gehen mir jetzt erst einmal mir, die höhere Ebene, vollkommen am Arsch vorbei. Oh, der ist ja so herzlos. Es ist genau das Gegenteil der Fall. Die erste große Erkenntnis, alles, was deine momentane Logik dir versucht einzureden, das schön ist, ist auch hässlich von der anderen Seite. Denk an die Tasse. Alles, was für dich bis jetzt hundertprozentig sicher bewiesen war, ist genau das Gegenteil, wenn man es geistreich sieht. Alles, was für dich wichtig war, ist vollkommen nichtig. Richtig, verkehrt. Die Richtung, in die ich denke, sagt der Henkel ist rechts, entsteht zwangsläufig eine Kehrseite, wo ich sage, der Henkel ist links. Darum heißt es verkehrt. Gehe ich aber jetzt um die Tasse herum, das mache ich jetzt mit diesen Gedankengängen und wir schauen uns die andere Seite an. Dann wirst du feststellen, dass das plötzlich richtig ist, dass der Henkel links ist und du erkennst, dass das, was vorher richtig Richtung war, verkehrt ist. Das ist das große Prinzip, das ich euch beibringe. Das Gesetz der Polarität kannst du in 1000 Esoterikbüchern nachlesen. Das Komische, wieso bekämpfen die dann alle Feindbilder? Ich sag dir, das lass mal komplett außen vor, ich bekämpfe überhaupt kein Feindbild. Das Problem löst sich in dem Moment, wo du nicht mehr dran denkst. Wann hast du keine Kopfschmerzen mehr? Es ist einmal eine Grundvoraussetzung, um Kopfschmerzen zu empfinden, dass du an deinen Kopf denken musst. Ein Kopf, der nicht da ist, kann keine Schmerzen haben.
Wenn du vor dich hinsinnierst, weil du einen Einfall hast, weil dir ein Gedanke durch den Kopf geht, ist kein Kopf da. Merkt ihr schon, der weiß doch nicht, was er spricht, der widerspricht sich ja laufend. Wenn du da sitzt und vor dich hinsinnierst, der Sinus, sitzt du nicht da, weil um das zu erleben, musst du zuerst einmal einen denken, der da sitzt und vor sich hinsinniert, aber das bist ja nicht du, das ist ein Gedanke von dir. Geh den Gedankengang mit, ich rede hier nur von Fakten, stimmt oder stimmt? Wir wollen nichts verändern, wir wollen verstehen. Diese Metaebenen macht es sehr, sehr gezielt. Erinnert euch, wir machen Fliegensteuer. Das ist, Metaebenen sind da, dass ihr Wissen erzeugt, dass ihr Arschloch, dass ihr das gar nicht mitkriegt. Das sind so Kicks, die ich kriege. Die kannst du natürlich nur interpretieren, wenn du das Wissen hast. Jetzt kommt nämlich in unserer Kommunikation, habe ich gesagt, ein Dialog. Der eine will seine Vorstellungen übertragen mit Worten in den Kopf des anderen. Das Erste, was wir gewährleisten müssen, dass jedes Wort, das ich ausspreche, in deinem Kopf dieselben Vorstellungen auslöst. Wenn das nicht der Fall ist, reden wir schon aneinander vorbei. Ich sage jetzt zum Beispiel das Wort Krebs. Wenn ich das frei hinstelle, wirst du feststellen, dass du eigentlich bei dem Wort Krebs noch gar keine Vorstellung haben kannst. Du wirst natürlich eine Vorstellung kriegen, wo du bei genauer Selbstbeobachtung so feststellst, wo bei dir noch ein dunkler Fleck ist. Wenn wir jetzt uns das Wort Krebs denken als ein Wort in einer Zeile, und ich glaube, wir können davon ausgehen, dass wenn wir eine Zeile anschauen, alle Worte gleichzeitig da sind. Hat er noch was einzuwenden? Ich denke mir jetzt eine Zeile, eine Buchzeile aus, sind doch alle Worte gleichzeitig da. Und da steht in der Zeile ein Wort Krebs und dann kommt irgendwo in der Zeile noch das Wort vor Zitronensoße. Zitronensoße, Kresse. Sieht es ganz anders aus, wenn in der Zeile Krebs steht und Chemo. Oder Aszendent. Plötzlich kippt die Vorstellung bei dem Wort Krebs total um. Astrologie. Es gibt ja eine göttliche Astrologie, ihr kennt die weltliche Astrologie, die voraussetzt, dass ihr euch ein heliozentrisches Weltbild ausdenkt, was zwangsläufig wiederum klar ersichtlich macht, dass ihr an das Geschwätz von dem Zweiten glaubt. Die Erde ist eine Kugel, die sich um die Sonne herumdreht, hat noch nie irgendein Mensch gesehen. Kannst du sagen, Fedo, selbstverständlich, die Astronauten haben es doch gesehen. Ist auch die Astronauten, die du dir ausdenkst, sind ein Gedanke in deinem Kopf und du bestimmst, was die von da oben sehen oder nicht sehen. Stimmt oder stimmt? In der göttlichen Astrologie sind andere Sternzeichen-Symbole da. Ich bin übrigens Sternzeichen Arschloch Aszendent Frettchen. Jetzt, wenn man meint, ich mache mich lustig über irgendetwas, ganz im Gegenteil. Wieder zurück an den Anfang, egal was ich euch erzähle, du wirst von mir nie hören, dass irgendwas sinnlos ist. Du musst lernen, über alles und jeden zu lachen, ohne dich über irgendwas lustig zu machen. Die Schwierigkeit, auf die ich jetzt hinweisen will, ist die Tatsache, wir gehen mal davon aus, dass das die Worte, die du jetzt hörst, wirklich dieselben Vorstellungen auslösen, wie es ich hier euch mitteilen will. Das ist natürlich schon, ich muss nochmal einschieben, kurz, erster Fliegenstall-Vortrag, wo ich jetzt ganz definitiv sage, du wirst jetzt mit Worten konfrontiert, das Split-Green-Beispiel, der Computer. Als blaues Ich, als normaler Mensch, bist du ein reines Konstrukt, Werte- und Interpretationssystem. Das heißt, du wirst mit Erscheinungen konfrontiert, wie ein Mensch in seinen Traum, die du dir nicht raussuchen kannst. Und es ist so unendlich wichtig, man meint, wenn ich was erzähle, man hat es verstanden. Ich sage zum Beispiel, pass auf, es ist hundertprozentig sicher, wenn du nicht an deinen Körper denkst, ist er nicht da. Das ist hundertprozentig sicher. Dann bist du Geist trotzdem noch da und kannst dir was anderes ausdenken. Du brauchst das Gehirn nicht dazu. Ist übrigens hier und jetzt sofort überprüfbar, wenn du Geist bist, wirst du mich verstehen. Wenn jetzt irgendeiner in dir auftaucht, der sagt, ja, aber hack den gleich ab, ist es eh bloß totes Material. Es ist ein Schatten, wie ich es auch in deinem Traum, wie ein Schatten auf der Leinwand. Wenn hier eine strahlende Sommerlandschaft auftaucht und da ist eine Sonne, die das beleuchtet, diese Sonne beleuchtet nicht diese Landschaft.
Die Sonne ist in einem ganz anderen Bereich, der Sohn. Das ist diesseits und jenseits. In dem Moment, wo du dir das ausdenkst, ist natürlich dann die Lampe, das wirkliche Licht, auch schon wieder was Ausgedachtes. Das ist in dir, in dem Geist, du bist das Licht. Und wenn jetzt hier irgendwelche Bäume einen Schatten werfen, das ist ein reines, wenn einer mit CAD-Programmen plus ansatzweise was gehört hat, ist ein reines geometrisches Berechnen, ein arithmetisches Berechnen. Du wirst doch wohl nicht glauben, dass der Schatten hier hinten deshalb da ist, weil da eine Lampe ist und einen Schatten wirft. Du bist jetzt in einem 3D-Kino und siehst es. Stimmt oder stimmt? Blödsinn, wieso sagst du jetzt nicht wieder Vedo? Schau dir mal den flachen Bildschirm an. Du sitzt vor deinem Bildschirm. Hast du schon wieder vergessen, wer du bist? Du denkst dir doch das jetzt alles aus. Das, was du hörst, ist eine Lautsprecherstimme. Ist es eine Lautsprecherstimme oder ist es eine Lautsprecherstimme? Meinst du, dass der Udo jetzt zu dir hört? Jetzt mach mal wieder den alten Trick, passt du mal auf. Ihr habt die ganze Zeit glaubt, ihr hört den Udo zu. Nein, das, was du jetzt hörst, ist ein Lautsprecher. Verstehst du? Da ist kein Udo, den du zuhörst. Das ist einfach nur ein Lautsprecher. Interpretation, Interpretation. Habe ich nicht gesagt, der erste erzählt nur Fakten, absolute Fakten, die du hier und jetzt überprüfen kannst. Es macht Klingelingeling in dir. Und ob du willst oder nicht, was du an dein Telefon denken oder an die Haustürglocke denken. Das suchst du dir nicht raus, das passiert. Du bist ein träumender Geist. Wer ruft mich jetzt an? Jetzt schau mal in deinen Glauben rein. Schau, das ist das Klingelingeling-Beispiel. Schau tief in dich rein und mach dir bewusst, was da in dir drin ist, was du glaubst. Dass da außen eine Welt ist, die Realität, die auch dann da ist, wenn du nicht dran denkst. Und weil dich einer anruft, geht ein Signal von dem sein Telefon zu deinem Telefon und aus der Klingel heraus Schallwellen in dein Ohr hinein und von dem Ohr Amboss, Steichbügel, Cochlea. Die kleinen Härchen lösen elektrochemische Signale aus. Die gehen in den Thalamus, in das Schlafzimmer, Herr Doktor. Und dann hörst du das Klingeln. Logisch. Ist vollkommen logisch. Aber nicht geistreich. Weil nämlich es hundertprozentig sicher ist, dass wenn du an was nicht denkst, ist es nicht. Und es ist jetzt so, weil ich in dir in deinem Traum es Klingelingling machen lässt. Löst deine Logik die ganzen Bilder aus und alles, was du denkst, ist hier und jetzt. Und sobald du es nicht mehr denkst, ist es wieder weg. Was ich dir definitiv sage, Thomas Evangelium. Wenn jemand in dir auftaucht und der behauptet felsenfest, du wurdest nicht von deiner Mutter geboren, knie dich nieder, das ist dein Vater. Ich behaupte das jetzt. Verrückt, deine Mutter stammt von dir ab. Nicht von dir, sondern von dir. Ich bin ein Franke. Weil du dir jetzt ausdenkst. Wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, war ich. Habe ich einmal so gut alter Frank gewesen, ein alter Ego von mir. Ich sage jetzt wahrlich, ehe Jesus und Abraham war, war ich. Sogar ehe der Gott ist, den ich mir ausdenke, bin ich. Ist jetzt das Größenwahn, ist das Blasphemie oder Selbsterkenntnis? Und ich bin du. Wenn ich sage, dieses Ich war das rote Ich. Rot steht immer für Dinge, die man uns jetzt denken, die man eigentlich gar nicht denken kann. Wenn ich an mich denke, ich mag es aber immer so, ich, Mensch, Enosch, Trockennasenaffe bei eigener Definition, sterblich, wenn ich an mich denke, denkt der Mensch an seine Mama und an den Körper. Ich denke an mich, ich beobachte meinen Zahn. Beobachte das Gehirn den Zahn? Da muss noch mal einer drüber sein, der sich dieses doofe Ich ausdenkt. Das sind alles blaue Ichs. Alles, was du denkst, ist eine reine arithmetische Struktur wie ein Computerprogramm und das ist die Dora. Jetzt kommen wir in den komplexen Bereich, den du momentan gar nicht verstehen musst. Das heißt, wenn wir jetzt wieder normal weltlich denken, wenn du auf die Universität gehst, kannst du Computertechnik studieren, von der Bigge auf und dann wird dir erklärt, wie ein Computer funktioniert. Und das in deinem Traum, das jetzt im Traum gedacht wird, ist immer ein symbolisches Bild, wie die Wirklichkeit ist. Wir kommen zu dem Thema, was war zuerst da? Stephen Hawking.
Das ist ja der Entdecker des Urknalls. Wir können ja mal die Liste hier, wenn wir Zeit haben, wir werden uns dann ein wenig bespaßen gegenseitig, ich muss ja irgendeinen Einstich finden. Wir werden uns mal die Liste, wenn es sein sollte, der Nobelpreisträger anschauen. Und du wirst merken, es ist ein Affentheater bis zum Es geht nicht, für was die alles Nobelpreise gekriegt haben. Das geht los 1901 mit Konrad Röntgen. Konrad Röntgen hat den Nobelpreis gekriegt, weil er die Röntgenstrahlen entdeckt hat. Das ist immer ungefähr mein Satz. Ich sage, wie willst du was entdecken, was gar nicht existiert? Selbstverständlich existieren Röntgenstrahlen, wenn du an Röntgenstrahlen denkst, aber diese Röntgenstrahlen, die du dir jetzt ausdenkst, die sind nur, wenn du sie denkst, und die werden so sein, wie du sie dir denkst. Du bist die Quelle dafür. Es ist alles unheimlich logisch. Die Logik ist trügerisch bis zum Es geht nicht mehr. Schon der Wechsel von der feinstofflichen Information zur feststofflichen Information zur Realität. Zuerst einmal halt mal fest, du bist ein tiefgläubiger Materialist, was du dir nicht raussuchen konntest, du Geist. Das heißt, du bist ein Computer. Als Geist symbolisiere ich immer, du bist ein Computer. Was macht ein Computer, wenn er keine Daten und keine Software hat? Und vor allem kein Strom? Nix. Ich kann nicht sagen, das ist ungefähr das, was du sagst, ein Geist, der schläft ohne zu träumen. Dass der, was erlebt, dieser Geist, braucht jetzt erst einmal Energiequelle und er braucht Daten und Programme. Und alles, was der Geist sieht, das symbolisieren wir mit dem, was auf dem Bildschirm in Erscheinung tritt. Das heißt, alles, was du Geistesfunken jetzt zu sehen bekommst, steht und fällt mit deinem Intellekt, mit dem Programm, mit der Logik, mit der du funktionierst. Wir machen mal wieder den Sprung Fliegenstall. Sehr wichtig, ich wiederhole seit 20 Jahren immer und immer wieder dasselbe. Nicht, weil ich euch nichts Neues erzählen könnte, wir müssen bloß in den Dennach reingehen. Da fällt ihr Geist um, soweit ein Geist umfallen kann, vor lauter Staunen. Sondern ihr müsst es absolut installiert haben. Ich habe so viele kleine Beispiele. Das heißt, ich finde im Internet ist nur ein anderes Wort für Gott. Der Computer, der kleine Geist, ist eine kleine Parzelle an dem Internet. Das ist ja angeschlossen. Und jetzt ist es alles, was der Computer sieht, kriegt er zuerst einmal aus dem Internet. Das, was auf deiner Festplatte ist, musst du ja irgendwo her haben. Internet, das ist ein Symbol. Und das war ja die Sache, dass ich sage, hier, solange du ein blaues Ich besitzt, ein Ego, das ist der Satan. Gehen wir dann genauer drauf ein. Solange du ein Ego besitzt, dieses Ich, das ist auch der Allmächtige, diese hebräischen Wörter in der Tora beschreiben das bis ins absolute Detail, wird dieses Ich bestimmen, was für Bilder du kriegst, wenn gewisse Worte in dich eindringen. Das war das Beispiel, wo ich sage, wir haben jetzt hier was ich sage mal 140 Mann. Das sind 140 kleine Geistesfunken und jeder von euch arbeitet mit einem anderen blauen Ich. Dein Ego ist ein reines Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm. Das heißt, ihr werdet jetzt mit Worten konfrontiert. Wir gehen wieder an den Anfang. Wir brauchen eine Kommunikation. Ich habe eine Vorstellung und die will ich dir mitteilen. Das heißt, du hörst jetzt Worte. Schon wenn ich sage, schließe mal deine Augen. Fakt ist, dass alle, die ich mir jetzt ausdenke, dieselben Worte hören. Aber komischerweise ist es extrem davon abhängig, wer du jetzt zu sein glaubst. In dem Moment denkst du nämlich an einen ganz bestimmten Körper. Ich sage, schließe mal deine, macht noch mal mit, ganz kurz, das ist sehr wichtig, schließe mal deine Augen. Jetzt stell vor dich hin, du stehst in einer Küche vom Kühlschrank. Hochinteressant, ich weiß jetzt, dass in 140 Köpfen 140 verschiedene Kühlschränke auftauchen, obwohl alle dieselben Worte hören. Ausgenommen, es sind Eheboarde da. Das ist Genauigkeit. Jetzt mach den Kühlschrank auf und schau rein, bla 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 bla. Und jetzt kann ich sagen, jetzt geh in dein Wohnzimmer, mach dieses, mach jenes und immer, ihr hört alle dieselben Worte und jeder wird definitiv komplett andere Bilder kriegen, weil er mit einem anderen Interpretationssystem arbeitet. Augen aufmachen wieder. War das jetzt der erste oder der zweite? Erste Teil Fliegenstall. Nein. War das jetzt der erste oder der zweite? Was meinst du? Pizza. Das ist immer der erste. Der erste erklärt dir das, was jedes 13-jährige Kind hier und jetzt sofort überprüfen kann. Hast du es überprüfen können oder nicht überprüfen können, was ich behauptet habe? Merkst du, es beantwortet sich von selber. Das ist richtig. Du hörst nur das, was du erlebst und kannst es doppeln.
Aber pass auf, die Frage stellt sich überhaupt nicht. Du bist ja schon wieder eingeschlafen. Jetzt haben wir das Problem, wo ich mit meinem Klaus hatte das letzte Mal mit dem Karma. Weil die anderen, die du dir ausdenkst, die werden das sehen, was du denkst, dass sie sehen. Und wenn ich mir jetzt um mich herum Menschen ausdenke und ich sage jetzt, da ist ein Udo, der erzählt, schließ einmal deine Augen, stell dir vor, du stehst bei dir daheim in der Küche vom Kühlschrank, dann denke ich an meinen Kühlschrank und ich denke mir andere aus und denke mir zwangsläufig, weil ich ja glaube, dass die einen anderen Kühlschrank und eine andere Wohnung haben, dass die einen anderen Kühlschrank sehen. Bitte ist schuld. Nur Fakten. Wisst ihr, wie oft ich hier und jetzt ausgedacht, die letzten 20 Jahre gesagt habe, was ich euch erzähle, ist weder ein religiöses noch ein esoterisches und schon gar kein naturwissenschaftliches Geschwätz, weil ihr gerade merkt, die Naturwissenschaft selber, das ist die allergrößte Falle, die es überhaupt gibt, die ich euch einprogrammiert habe, der größte Fehler in eurem Programm. Das ist nämlich die Religion, die Glaubensgemeinschaft, die für sich in Anspruch nehmen, dass alles, was sie glauben und entdeckt haben, hundertprozentig sicher bewiesen ist. Wie darf man niemals 100% Sicherheit? Wir denken uns mit unserer Logik die Zeit zurück. Okay, deine momentane Logik, die ich ja erschaffen habe, sagt dir, dass es ja vor dir schon Menschen gegeben hat, die natürlich nicht so viel wussten wie die jetzigen Menschen. Wie willst du Wassermoleküle entdecken? Wie will man Wassermoleküle entdecken? Sag mir das einmal. Dass du dir da jetzt Wassermoleküle reindenkst, weil das Wissen in dir drin ist. Das Wissen ist schon in dir drin, wenn du nicht dran denkst. Das ist immer wieder, wie ich sage, das ist wie beim Computerprogramm oder wie wenn du ein Buch liest. In dem Moment, wo du das Buch zum Lesen anfängst, sind die letzten Seiten schon da. Ich habe hier zum Beispiel meinen Michael. Jetzt Michael ist ein Wort. Wer fühlt sich jetzt angesprochen? Diesmal mache ich mal ausnahmsweise nicht den Kubbelmeier, sind ja etliche Michaele da, sondern den Zawitza. Könnt ihr euch einmal, wenn ihr einen ausfindig macht in euren Kopf, könnt ihr dann mal fragen, der war nämlich schon vor 30 Jahren beim Udo im Laden, hier und jetzt ausgedacht. Wo wir gerade das Thema hatten, wo ich sage hier, meinst du, ich habe irgendwas vergessen, wo deine Freundin dich verlassen hat und du in einem halben fertigen Rohbau lebst, weil du das Haus nicht loslassen kannst, wie du kommst mit einem Nokia Smartphone, wo man aufklappen konnte, mit der Tastatur. Wenn ich dir damals schon was von Smartphone mit Internetzugang erzählt hätte, hättest du gesagt, das wäre Science Fiction gewesen. Vollkommen zack, Internet. Hat es ja nicht gegeben damals. Stimmt oder stimmt? Eine kleine Facette, die du dir ausdenkst. Du bist natürlich auch der, der sich selbst ausdenkt und sagt, ich bin der Michael, außer du hast ein anderes Programm, dann denkst du vielleicht dann hier an den Michael Trutzenberg mit der Michaela. Das erste Mal hier Almena. Wo ich sie immer Michaela nenne, obwohl sie Manuela hast und sagt, kann der meinen Namen nicht merken, jetzt ist er mit der Michael verheiratet. Oder eine Ariane, die reinkommt in Almena und sagt, hier, die will sich vorstellen, ich sage, der Jan sitzt im Sommergarten. Wie viele Jahre seid ihr jetzt zusammen? Meint ihr, dass irgendetwas passiert? Hier grinst der Redo. Die Geschichte vom Redo müssen wir überhaupt nicht reden. Ihr seid Marionetten, ich habe die Fäden in der Hand, ich lasse euch aber selbst dran ziehen. Es gibt keine Zufälle in meiner Welt und es gibt auch nichts, was sinnlos wäre. Alles, was da ist, ist, weil ihr es träumt. Und sobald du dich als träumenden Geist denkst, bist du das natürlich auch nicht. Das ist diese Hierarchie, wo wir aufbauen. Selbstgesprächen habe ich zigfach erzählt. Wir gehen wieder zurück. Ich spreche Worte, ich will dir meine Vorstellungen in deinen Kopf übertragen. Jetzt ist natürlich ganz wichtig, ich übertrage das nicht dem Menschen, der du zu sein glaubst, und der dir das erzählt, ist nicht der Mensch, den du jetzt zuhörst. Es ist wieder, du denkst dir hier den gescheiten Udo aus und du denkst dich selbst aus. Buff. Wenn ein Gescheiten steht, muss ein Depp entstehen. Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Das Problem an dir, was ich dir jetzt erzähle, ist nicht, wenn ich sage, dass ich der gescheite Udo bin, sondern ich erzähle es doch dem Geist, der sich jetzt das Gespräch ausdenkt. Das heißt, es ist ein sehr intimer Akt zwischen mir und dir. Zwischen mir Pixelmännchen, das eigentlich nur aus flackernden Lämpchen besteht, ich bin jetzt eine Illusion. Ach, das ist doch so unheimlich real, das hängt jetzt davon ab, wer du zu sein glaubst. Du wirst jetzt alles, was ich sage, was du erlebst, du brauchst bloß noch ein bisschen Reifezeit. Und dann sitzt du jetzt vorm Computer und hörst dir das nochmal an, lässt es nochmal in Ruhe auf dich wirken
und erinnerst dich an dich selbst, wie du im Bleienfeld warst. Hier und jetzt. Stimmt oder stimmt? Ist heftig, ne? Ich habe gesagt, es zieht euch den Boden unter den Füßen weg und da kommt eine panische Angst vor dem Alleinsein. Von dem Verlust. Ich sage nochmal, egal wen du ausdenkst, der löst sich schon auf, wenn du ihn nicht denkst. Oh, mir geht es ja so schlecht. Es wird so sein, wie du glaubst, dass es ist. Das soll ich schon vor langer Zeit aufgeben. Es ist natürlich immer wieder die Vorstellung, die Metakommunikation, wenn du einfach nur dir präzise bewusst machst, Bewusstsein, was hier und jetzt von dir angeschaut wird, was jetzt da ist. Und dann trennst du zuerst einmal in zwei Hälften. Ist es feinstofflich? Ist es Interpretation? Oder ist es real? Nochmal, Realität definiere ich schlichtweg und einfach eine sinnliche Wahrnehmung. Das, was du jetzt hörst, hängt davon ab, wer du zu sein glaubst. Und was wichtig ist, jetzt haben wir den Zeitparameter, wo du dich in dem Buch deines Lebens hinsetzt. Wenn jetzt der 26.07.2016 ist für dich, bist du jetzt eventuell einer, der im Blindfeld sitzt und real in seinem Gesichtsfeld real einen Udo wahrnimmt. Fass mal an, ist das echt? Ist es echt? Kann gar nicht sein, ich bin vor über 2000 Jahren schon gestorben. Was jetzt natürlich das Problem ist, ist dieses Zwei. Ich denke, ich bin du, wir denken uns jetzt hier zwei Brüssel aus, geh mit, wir holen die auf die Bühne, Hypnose. Ich hab das ein paar Mal schon gemacht, jetzt pass mal genau auf. Du reduzierst dich jetzt einmal, du sagst, ich habe einen Körper. Jetzt ist dir klar, du wirst nie sagen, ich bin die rechte Hand. Du wirst dann nicht sagen, ich bin die linke Hand. Du sagst, das ist ein Teil von mir, das ist ein Teil von mir, die Beine, ich bin die Augen, ich bin die Ohren. Merkst du, jetzt zählst du schon als ich viele verschiedene Sachen auf. Und dieses Bewusstsein, dieses reduzierte Bewusstsein, denken wir uns jetzt einfach einmal, du wärst nur die rechte Hand. Diese rechte Hand hat ein eigenes Ich-Bewusstsein. Die rechte Hand kann zum Beispiel nicht sehen, weil sie keine Augen hat, die kann nicht hören, weil sie keine Ohren hat, aber sie hat ein Ich-Gefühl. Okay, lass mal in der Luft oben. Und jetzt wird es interessant, wenn jetzt die Hand dieses Ich in den Arm nimmt. Stell dir vor, du wärst nur diese Hand. Dann fasst du, wenn du die Hand berührst, hast du das Gefühl als diese Hand, dass du was Fremdes anfasst. Verstehst du? Du hast jetzt, wenn du glaubst, das zu sein, hast du das Gefühl, dass dich was Fremdes berührt, dass du was Fremdes berührst. Und wenn du glaubst, das zu sein, hat dieses Ich das Gefühl, dass es vor was Fremdem angefasst wird. Du, der du dir die zwei Hände jetzt ausdenkst, du sagst dir zwei Deppen, ihr habt ja keine Ahnung, wer du bist. Stimmt oder stimmt? Jetzt pass auf, schau dir den Udo an. Hast du das Gefühl, dass dich was Fremdes anfasst? Wenn du der bist, der sich beide ausdenkt, löst sich das auf. Verstanden? Noch nicht ansatzweise? Das ist Ich bin du. Es ist allumfassende Liebe. Holofeeling heißt, das Gefühl, alles zu sein. Ich bin immer und egal welche Gedanken, welche in mir auftaucht, die taucht hier und jetzt auf mir auf. Das ist meine 200 Gramm rote Gnede statt ein Computer. Wir formen ständig die Gnede um. Diese Gnede verändert sich nicht, wenn wir die Form verändern. Du schaust deine eigenen Formen, deine Informationen an, egal an was du denkst. Es ist manchmal leicht, wenn ich die Rose anschaue, so bin ich gern. Fränke, wenn ich anschaue. Muss das denn schon wieder sein? Glotzkopf. Das ist Liebe, allumfassende Liebe, wenn ich sage, die ich mir ausdenke, überleben sowieso nicht. Wenn du ein Ehepaar bist, wenn du wen lieb haben willst, musst du den Sass vor dich hinstellen, du musst ihn dir ausdenken, das was du musst Hass. Hass und Liebe ist Plus und Minus. Ganz neutral, arithmetisch gesehen, Plus ist blaue Liebe, das will ich besitzen, das will ich haben. Das heißt, Anziehen meins, Hass ist Minus, ich muss ja von der Eins ausgehen, jetzt hast du mal was vor mich hindenken, das was da ist, was ich lieben kann. Meine rote Liebe, die besteht aus Lieben und Hassen, aus Plus und Minus. Hassen ist haben, den Kassen doppelt ist mit einem scharfen S geschrieben, ist ein B. Das ist unser großes Ich weiß, scharfes S hinten wird ein Weib. Das ist deine Logik. Der Fragebogen. Einige schmunzeln, wissen, andere wissen nicht. Hängt vom Programm ab, ob es schon installiert ist. Kann man immer wieder erweitern und updaten. Also mach dir nur zuerst einmal bewusst, was hier und jetzt in deinem Kopf von dir angeschaut wird. Und das unterliegt einem ständigen Wechsel. Du kannst es gar nicht aufhalten.
Die Illusion zu sagen, ich habe 10 Stunden geschlafen, ist ein Gedanke, den du jetzt denkst. Es gibt keine Vergangenheit. Ich bringe das nochmal zur Anschauung. Wir denken uns als erstes, Moment, Versuch, ich habe nur eine kleine Maus, wir wollten das anders machen, es ist rein improvisiert hier, schauen wir mal, ob es hinhaut. Passen wir auf. Ups. Habe ich überhaupt noch nicht ausprobiert? Ich muss da mit der Maus zeichnen. Das ist hier und jetzt. Das ist eine normale, das ist eine Zeitachse. Wir sagen das einmal eine Zeitachse. Alles, was du denkst, denkst du hier. Kann man das sehen? Gut, ne? Alles, was du denkst, ist prinzipiell das Fenster hier, ist das, was du zurzeit anschaust. Es ist jetzt kein, es spielt keine Rolle, achte da mal auf meine Worte, es spielt keine Rolle. Das ist, muss mich mit reinstellen, Heiko, bist du wieder da? Es spielt keine Rolle. Deine Vorstellungen sind Gedankenwellen. Ob das feinstofflich oder feststofflich ist. Gut? Es ist hier. Und es wird jetzt gedacht. Du kannst jetzt das definieren, dass du sagst, hier ist Bleienfeld und du kannst sagen, hier ist München. Nein, es ist hier in deinem Kopf. Natürlich ist der Kopf, den du dir jetzt denkst, in einem höheren Kopf, das ist das Beroshet, das erste Wort in der Dora, Beroshet, im Anfang, der Anfang, das Haupt, H-U-B, das ist ein roter Kopf und aus dem Kopf, das ist der Geist, der mir jetzt zuhört, der denkt sich jetzt einen Haufen Köpfe aus. Und wenn du sagst hier, ich bin der Beder, dann ist in dem ausgedachten Kopf, den du dir jetzt ausdenkst, das drin, was du denkst, was dort drin ist. Okay, und alles, was du Vergangenheit nennst, kannst du nur jetzt denken und es muss hier sein, aber du denkst es dir, ach Gott, kleinen Moment, du denkst es dir in die Vergangenheit, das hast du mir hier Plusachse verkehrt gezeichnet. Das, wenn man sich rumdreht, das ist natürlich Minus hier, ne? Das ist Plus. Das ist, du denkst dir das in die Vergangenheit, obwohl das hier ist, das ist deine hier und jetzt ausgedachte Information. Gut? Darum ist das hier die Minusachse. Weil du glaubst, dass die Vergangenheit, die du dir jetzt ausdenkst, nichts mit dir zu tun hat, getrennt von dir ist. Also wir denken uns jetzt einmal an Jesus aus, der gekreuzigt wurde. Wenn du dem Blödsinn glaubst, ist das für dich so? Du kannst natürlich auch sagen, der wurde nicht gekreuzigt. Ich habe so oft gesagt, das hängt jetzt einmal von einem tiefer Glauben ab. Wenn du nämlich christlich erzogen worden bist, wurde der Jesus, den du dir jetzt denkst, der nur deshalb da ist, weil du ihn denkst, wie war das nochmal? Du bist ich, ich bin du. Wahrlich, ich weiß jetzt, ehe Jesus war, war ich. Weil ich doch der bin, der sich den Jesus ausdenkt. Habe ich jetzt eine christliche Erziehung im Neuen Testament, wurde der Jesus, den ich mir jetzt ausdenke, zwangsläufig, dieses Programm schreibt mir vor, einen Jesus mir zu denken, der gekreuzigt wird. Habe ich eine muslimische Erziehung, Koran, das Programm schreibt mir vor, dass es zwar einen Jesus gegeben hat, auch der heiligste aller Menschen, das kann man uns dann anschauen, aber dass der nicht gekreuzigt wurde. Es ist jetzt übrigens, dass ich jetzt hier sitze, hat nichts damit zu tun, ob ich jetzt gekreuzigt wurde oder nicht. Das heißt ja definitiv bloß, ob ich jetzt am Kreuz sterbe oder ein paar Jahre später, raumzeitlich logisch ausgedacht, dann irgendwas anders abkratzt, spielt ja keine Rolle, weg ist weg. Ist das nicht schlimm mit der Menschheit seit dem Ersten Weltkrieg mit den Chemiewaffen? Wie viele Menschen da umgekommen sind durch die Chemiewaffen? Ich sage, die Menschen, die du dir jetzt ausdenkst, die sind, weil du sie denkst und selbst wenn du raumzeitlich logisch denkst, die wären ja so auch nicht mehr da. Das heißt, was zerblickst du dir eigentlich im Kopf? Das ist ja so herzlos, was ich erzähle. Das ist überhaupt nicht herzlos. Ich bin Liebe, ich bin reine, allumfassende Liebe. Das erste Grundprinzip ist, dass die Figuren in deinem Traum überhaupt nichts erleben und nichts spüren müssen, nicht leiden müssen, die 4 Stufen der Vergessenheit. Wenn du es nicht kennst, hör dir einfach frühere Vorträge an. Du bist in einem absoluten Zustand der Vergessenheit. Das heißt, wenn du wenig geistige Energie hast,
ist immer so eine Sache, geistige Energie, schon das Wort Energie. Jedes Wort, das ich jetzt ausspreche, könnte ich dir bis ins Detail erklären. Es gibt fast nichts, wo Energie besser beschrieben wird, wie die Physikbücher, aber auch verkehrt beschrieben wird. Es hängt davon ab, wie du es auslegst. Erst einmal ist Energie, erster Satz der Thermodynamik, Energie kann weder vernichtet noch vermehrt werden. Es wird aber ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt. Jetzt setze für das Wort Energie dich selbst. Energie ist etwas, was du nicht in irgendeiner Form darstellen kannst oder denken kannst, ohne diese Energie, von der ich jetzt rede, rot geschrieben, so einen Gedanken von dir selber zu machen. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Du bist die Energie und du denkst jetzt an etwas, in dem Moment nimmst du Energie eine Form an, die im nächsten Gedanken sich ständig verändert, was an dir überhaupt nichts verändert. Jetzt denkst du dir, du bist 200 Gramm rote Kindergartengnede. Alte Beispiele, Allmänner vor 20 Jahren, vor 16 Jahren. Diese Gnede, die wir uns jetzt ausdenken, vor uns hinstellen, symbolisierend, eigentlich steht symbolisch für den, der sich's ausdenkt. Jetzt ganz wichtig, sobald du dir jemanden denkst, der sich Gnede ausdenkt, die ihn selbst symbolisiert, muss einer da sein, der sich den ausdenkt. Und da muss wieder einer drüber sein. Das ist der Weg ins Himmelreich. Bis du in einem Bereich bist, dass du einfach erkennst, ich selbst, das rote Selbst, bin etwas, was nicht in der Lage ist, mich an mich selbst zu denken, ohne mich von den Gedanken von mir selbst zu machen. In einem der Selbstgespräche sage ich ganz definitiv, ihr lebt in dem Wahn, dass ihr glaubt, Gott ist allmächtig. Ich bin Gott, was du auch immer bei dem Wort Gott vorstellst, und ich bin nicht allmächtig. Es gibt nämlich, du brauchst immer eine Ausnahme, die die Regel bestätigt. Ich kann nicht machen, dass ich nicht mehr Gott bin. Sonst mache ich alles. Eine meiner leichtesten Übungen. Aber ich kann nicht machen, dass ich nicht mehr Gott bin. Und das klingt jetzt sehr vermessen, wenn du glaubst, das sagt der Udo ist eine Figur in deinem Traum, der muss das doch jetzt sagen, Peter, weil du das jetzt träumst. Das bist du, ich bin du. Das Spiel beginnt mit dem Buch Ich bin du, die Ohrenbarungen des Jahwe. Du ist nicht der, der du zu sein glaubst. Du denkst jetzt dich aus und du denkst dir den Udo aus. Ich rede mit dem, der sich das ausdenkt. Selbstverständlich rede ich mit dem auch nicht, weil der auch was ausgedacht ist, ist jetzt schon wieder. Das Prinzip musst du verstehen. Okay, jetzt pass auf, wir haben hier diese Linie, wir denken uns was in die Vergangenheit, das ist hier. Und wir denken uns was in die Zukunft. Das, was ich mir jetzt in die Zukunft denke, denke ich hier und jetzt. Ich kann mir hier und jetzt denken, dass ich jetzt heute Abend wieder als Udo heimfahre, zu mir nach Weißenburg in die Wohnung. Und was ich denke, sind nur Gedanken, wenn es sind Informationen, die ich hier und jetzt anschaue. Darüber diskutiere ich nicht mit irgendeinem Trockennasenaffen. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, du ziehst hundertprozentig den Kürzeren. Wir können jetzt in die Physik gehen, wir können in die Atomwissenschaft gehen, machen wir übrigens noch, wir werden uns aber in Kernspaltung anschauen, Kernfusion. Keine Angst, wir machen das sehr spaßig, aber trotzdem geistreich. Und ich will euch zeigen, dass die ganze Scheiße, wo die glaubt, entdeckt zu haben, dass das unendlich präzise schon hier und jetzt in der Dora drin steht, weil die Dora ist das Computer, das ist dein Betriebssystem. Das sind Symbole in deinem Traum. Das wird strenge Wissenschaft, wirkliche Wissenschaft. Die Naturwissenschaft ist geistloses, materialistisches Geschwätz. Es ist nicht das, was verkehrt läuft. Ich sage immer, alles, was in dir auftaucht, diese Welt, diese Traumwelt, ist ein hyperrealistischer Führerscheinprüfungsbogen. Das heißt, die Fehler habe ich absichtlich gemacht, dass dir das irgendwann einmal auffällt, diese große Erkenntnis, sogenannte Gescheide, die hier permanent um das Überleben der Menschheit kämpfen. Was ist die Menschheit jetzt? Ganz definitiv, das ist mein Geräusch, das du hörst. Ich kann das hinschreiben, Menschheit. Jetzt ist die große Frage, was du aus dem Wort für eine Vorstellung in deinem Kopf machst. Ich kann dir gleich sagen, bis jetzt hat das Wort Menschheit in dir eine Vorstellung ausgelöst, wo du mit einem einzigen Bild überhaupt nicht beschreiben kannst. Ich sage einfach einmal, 7 Milliarden Menschen, Trockennasenaffen bei eigener Definition, ein Trockennasenaffe, ein sterbliches Säugetier, auf einer Kugel mit 40.000 Kilometer Umfang. Wer hat das eigentlich gemessen? Die sich um die Sonne rumdreht, die Sonne, die hier je nachdem, sagen wir mal,
circa 150 Millionen blablabla bla bla Kilometer weit weg ist? Egal, was dir ein sogenannter Fachmann erzählt, egal, ob der religiös programmiert ist, ob er esoterisch programmiert ist oder naturwissenschaftlich, er rezitiert vollkommen die Scheiße, die man ihm an Elternhaus und Schule erzählt hat und verwirklicht es in seinen Kopf und du blabberst nach und verwirklichst es in deinen Kopf. Das ist das, was ein Hammer ist. Wenn dir Geist das bewusst wird, deinem Gehirn kann das nicht bewusst werden. Und jetzt kommt Holofeeling. Ich betone, du wirst von mir niemals hören, dass irgendetwas, was in dir auftaucht, sinnlos wäre. Sind die Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen sinnlos? Hat der, der den erschaffen hat, einen Fehler gemacht, weil das Ding voller Fehler ist? Oder sind die ganz bewusst erschaffen worden, dass der, der geprüft wird, erkennt, was sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist? Gut, wenn du so weit bist, dass du das begreifst, beginnt der nächste Fehler als normaler Mensch, du fängst an, die Fehler zu bekämpfen. Du wirst die richtig stellen. Sobald du was richtig stellst, wirst du einseitig. Du hast die nicht richtig zu stellen, sondern zu erkennen. Du hast schlichtweg und einfach zu erkennen, dass du ein Leben lang geglaubt hast, dass du ein sterblicher Trockennasenaffe bist. Und jetzt fängst du an zu erkennen, dass das ja nur ein Gedanke von dir selber ist. Und dass deine Logik, dein Ego, dass du so ein riesengroßes Aschloch warst, weil du immer dich geweigert hast, selber zu denken, bei jeder Kleinigkeit renne ich zu einem Fachmann, der mir sagen muss, was ich glauben soll. Das ist erbärmlich. Und ihr könnt nichts dafür, ich nehme die Schuld auf mich, Pause.